Nokia 5.3 oder Nokia 5.4. Welches Smartphone ist besser? Ein würdiger Vergleich. Ich beschränke mich auf die Fakten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das Nokia 5.4H scharf mit 49 zu 48 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 0,6 mm schmaler, 3,3 mm kürzer und 0,5% geringeres Volumen. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1 Gramm leichter und 0,2 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Nokia 5.4 mit 68 zu 51 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 0,4% höhere Pixeldichte, OLED bzw. AMOLED Bildschirm, Bildschirm ist immer an und hat TouchForce bzw. 3D Touch. Das Nokia 5.3 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 2,6% höhere Auflösung, 2,5% größere Bildschirmgröße und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Nokia 5.3 mit 86 zu 59 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 2 GB mehr Arbeitsspeicher, hat NX-Bit, hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES und hat Trustzone. Das Nokia 5.4 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 64 GB mehr interner Speicher. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Nokia 5.4 mit 49 zu 38 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach mehr Megapixel der Frontkamera, 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder und es hat einen manuellen Fokus. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts. Audio. In der Kategorie Audio gewinnt das Nokia 5.3 deutlich mit 62 zu 56 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 1 Mikrofon mehr. Akku. Im Bereich Akku sind beide Geräte ebenbürtig mit 49 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Eigenschaften. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Nokia 5.4 knapp mit 81 zu 78 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 2,6-fach schnellere Downloads, 3-fach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop, hat einen Kompass, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat einen Iris-Scanner. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat Wi-Fi 5-Verbindung, hat einen Fingerabdruckscanner und hat Sprachsteuerung. Ergebnis. Mit 53 Punkten schlägt das Nokia 5.3 in der Gesamtwertung knapp das Nokia 5.4 mit 50 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.